Hallo Freunde und herzlich willkommen bei Big Frank Gaming und einer weiteren Folge vom RPG Maker. Heute wieder mit einem Special. Ich habe euch ja versprochen, wir schauen in die Spiele rein, die andere so erschaffen haben. Das heißt, ihr. Und heute spielen wir das Spiel Dawn of Celestra von dem gleichnamigen Community-Mitglied. Und ich hoffe, wir werden hier jetzt wirklich sehen, was ihr so alles leisten könnt. Die Dawn of Celestra hat ja auch schon jede Menge von euch geholfen, die hier Fragen hatten. Ja, deshalb habe ich das Spiel hier auf PlayStation 5 mal kurz runtergeladen. Wir spielen von der PlayStation 5 von der Festplatte aus, also nicht wundern, wenn die Ladegeschwindigkeiten nicht SSD-konform sind. Wir spielen aber trotzdem ganz normal. Ist ja dasselbe wie auf der PS4 auch von der Version her. So, und jetzt viel Spaß mit Dawn of Celestra. Vielleicht besonders interessant für alle von euch, die die Switch nutzen und die schon mal Tipps von unserem lieben Dawn of Celestra bekommen haben. Da ist mit Sicherheit einiges an Fragen offen geblieben, ja? Vor allem, warum man das Spiel nicht findet. Natürlich funktioniert es nur auf PS4 und nicht auf Switch. So, hier haben wir das Spiel. Ich mache mal gerade bei mir lauter. Ja, doch, ist ein Hintergrundton drin. Da ist nichts dran verändert worden. Immerhin aus, Background Music, Lautstärke 40, 20-20-40, ich denke, das ist okay. Ja, schlupp, stolpern wir rein ins Spiel. Okay. Ein Custom-Menü. Das ist jetzt schon mal sehr interessant. Das kenne ich nämlich bis jetzt gar nicht. Schwierigkeitsgrad, Zufallsbegegnung, Bosse, Spiel starten. Es gibt drei Schwierigkeitsgrade. Leicht, außer in Story-Boss-Kämpfen, kann man nicht mehr Game Over gehen. Bei einer Niederlage erscheint der Spieler wieder am Zonenanfang. Dieser Vorgang kostet Mana-Kristalle, sofern welche im Besitz sind. Die Menge variiert mit dem Gebiet. Zusätzlich sind alle Speicherschreine Heilplätze. Es gibt doppelte Items und Mana-Kristalle, Währung nach Kämpfen. Im Gegenzug wird man mit dem Fluch der Schwäche belegt. Dieser verhindert den Zugang zu Herausforderungen. Mittel, Standard. Schwer, es gibt nur beschädigte Speicherplätze. Die Herausforderungen werden noch schwerer. Diese Option kann nicht mit Lebensleisten oder Story-Skip kombiniert werden. Zusätzlich wird vom Spiel willkürlich entschieden, ob man im Kampf Flucht nutzen darf. Schwer wird benötigt, um Rang S zu erreichen oder spezielle Truhen zu öffnen. Spielerfahrung wird hier vorausgesetzt. Wir spielen es auf normal. Normalerweise spiele ich ja immer auf leicht, wenn ich mit euch hier quatsche, aber ich denke mal, in einem RPG wird das schon okay sein, dass wir auch normal nehmen. Wollen Sie Zufallsbegegnungen in Dungeons haben? Auf der Weltkarte kommen immer Zufallsbegegnungen. Diese Option können an der Götterstatue geändert werden. Na, das lassen wir ganz normal an. Boss-Option gucken wir uns gar nicht erst an, das lassen wir direkt so. In der Version gibt es eine Story-Skip-Funktion. Nur empfehlenswert für Spieler, die die Version schon mal beendet hatten. Normal starten. Celestra ist eine große Welt, die in drei Reiche gespalten ist. Gerüchten zufolge war die Welt mal eins. Bis sich die Tragonat-Götter bekriegten und die Welt in drei Kontinente spalteten. Der Magiefluss, der durch die Kriege entstanden ist, veränderte das Leben auf den neuen Kontinenten. So entstanden neben den Menschen auch noch Dämonen und Geister. Der Magiefluss, der durch die Körper der einzelnen Wesen strömt, erlaubt ihnen Magie zu nutzen. Bisher ist noch niemandem ein Tragonat begegnet, weshalb ihre Existenz und die Gerüchte nie wirklich bewiesen wurden, dass es sie gibt oder ob das wirklich ein Grund für die Spaltung der Welt ist. Dennoch bilden sich ergebene Gläubige von 5 Tragonat Dämonen. So schnell kann ich nicht vorlesen. Ich hoffe, ihr könnt schneller lesen. Ah, setzen wir nochmal an, es wurden Opfer gefordert durch die immerwährenden Kriege. Bis, wie aus dem Nichts, Azrak auftauchte. Seine Macht schüchterte alle anderen ein und beendete vorerst die Kriege. Ja, aber eines Tages sollte sich einiges ändern. Es ist schon mal gut gemacht bisher, also alleine bis hierhin sage ich schon mal, klasse gemacht, Junge.
Wir sollten am vereinbarten Treffpunkt sein. Sicher, dass wir hier richtig sind. Cervantes, sind das die Magier? Gebieterin, ja, das sind sie. Das sind die von euch verlangten Magier. Die stärksten in ihren Reichen. Ich bin nicht deine Gebieterin, Menschenwurm. Sie wirken schwach. Sicher, dass sie die stärksten sind? Schwach. Psst. Das ist Sandaria, eine der mächtigsten Dämonen in ganz Celestra. Verärgere sie nicht, wenn du weiterleben willst. Also? Ja. Sie ist ein Altgeist mit Spezialisierung in Magiemanipulation. Er ist ein Erzmagier, der den Dimensionskäfig wie kein weiterer beherrscht. Genau wie sie es gewünscht haben. Zu ihren Diensten. Dann lasst uns beginnen. Beginnen? Was beginnen? Azrak für immer von dieser Welt zu verbannen. Jupp, da lehnt sich jemand auf gegen den Herrscher der Welt. Jeder kennt seine Aufgaben. Wir haben nur einen Versuch. Jawohl. Selbstverständlich. Ja. Dann los. Azrak, ich habe diesen Menschenwurm hier in unserem Schloss entdeckt. Sandaria, versuchst du schon wieder einen Krieg mit den anderen Reichen zu beginnen? Ich sagte doch bereits, dass ich keinen Krieg will. Wir brauchen keinen Krieg führen. Krieg würde bedeuten, dass wir verlieren könnten. Ach, du wirst dich wohl nie ändern. Die Auslöschung der zwei Reiche würde rein gar nichts bewirken. Auslöschung? Schweig, Menschenwurm! Gut, mit Reden kommen wir nicht weiter. Jetzt. Soll es das schon gewesen sein? Irgendwie zu einfach. Er ist gefangen, endlich! Nun bin ich die Herrscherin der drei Reiche. Meine Herrscherin, was wird als nächstes passieren? Als nächstes? Nun brauche ich euch nicht mehr. Jetzt wird Celestra brennen. Doch wie der Dämonenkönig verschwand, brannte das Bündnis und kurz darauf ganz Celestra. Sandaria verschwand kurz danach und wurde nie wieder gesehen. Habgier und Machthunger breiteten sich aus. Ein 600-jähriger Krieg entfachte zwischen den Reichen. 400 Jahre sind seitdem vergangen. Seine Auswirkungen spürt man heute noch. Gefängnisturm, Obergeschoss. Nach all den Jahren ist es nun endlich soweit. Die Rückkehr des Meisters steht unmittelbar bevor. Teo et omnium delaet. Ja, es ist vollbracht. Was ist passiert? Es war mir eine Ehre, sie aus dem Gefängnis zu befreien. Gefängnis? Wer bist du überhaupt? Verzeiht mir, ich bin Xava, Gründer vom Auge des Todes. Xava? Wer? Wo? Oh, mein Kopf. Aber irgendwas scheint eure Erinnerung und Kraft noch zu blockieren. Ihr seid der absolute Herrscher der drei Reiche, der Dämonenkönig Azrak. Ein Dämonenkönig? Ich? Moment. Thasios Ex Moras. Meine Erinnerung, ich erinnere mich langsam wieder. Es waren ein Erzmagier und Altgeist, die gemeinsam einen Dimensionskäfig auf mich wirkten. Ihr erinnert euch also wieder, aber eure Kraft konnte ich damit nicht entfesseln. Nein, der Einfluss von Geistermagie im Dimensionskäfig blockiert diese weiterhin. Das war mir nicht bekannt. Geistermagie verändert also die Wirkung von Menschenmagie. Können wir diese wieder aufheben, um eure Kraft wieder zu erlangen? Ja, ich brauche Seelen. Viele und mächtige, um die Versiegelung nach und nach zu lösen. Aber es wird viel Zeit brauchen. Verstehe. Aber länger kann ich nicht hierbleiben. Die Atmosphäre tötet mich langsam. Meine Kraftreserven sind fast aufgebraucht. Trefft mich in der Stadt Avodis. Dort erzähle ich euch, was in den letzten 1000 Jahren alles während eurer Versiegelung geschah. War es richtig, mich kampflos einsperren zu lassen? Vielleicht war es das, was Celestra brauchte. Ich muss rausfinden, was all diese Jahre passiert ist. Mein erstes Ziel wird dann Avodis sein. Diese Stadt sagt mir nichts. Ich sollte mich wohl erst einmal umhören. Azrak. Was? Wo?
Azrak, diese Stimme. Azrak, oh, da ist was aktualisiert worden. Was willst du, Melkor? Gut, dann weißt du noch, wer ich bin. Ja, nun sag schon, was willst du von mir? Ich will dir helfen, wieder deinen rechtmäßigen Platz einzunehmen. Du weißt also, was passiert ist. Nein, das nicht, aber ich spüre das Fehlen deiner einstigen Stärke. Was hat der Gott des Mystischen davon, mir, einem Dämonen, zu helfen? Das erfährst du, wenn die Zeit gekommen ist. Komme wieder hierher, sobald deine Stärke gewachsen ist. Dann entfalten wir deine Macht. In meiner derzeitigen Lage sollte ich das Angebot wohl nicht ausschlagen. Wir sehen uns, wenn die Zeit gekommen ist. Monsterbuch, Hinweisfibel, Questbuch und magische Sanduhr gefunden. Ui! Okay, das ging schnell. Der Drache da scheint tot zu sein. Das da wird ein Portal sein. Schauen wir erstmal, wo es hier unten hingeht. Hä? An diese Dämonenstatuen kann man seinen Spielfortschritt innerhalb von Dungeons, Städten und offenen Gebieten festhalten. Außerhalb ist das Speichern jederzeit möglich. Wollen Sie die Erinnerungen festhalten? Ja, machen wir auch direkt. Was bist du? Tut's schnicks. Ein Dimensionskäfig. Achso. Hey, kannst du mir sagen, wo wir hier sind? Nein, das weiß ich selber nicht so genau. Verdammt. Scheinbar wurde ich mit einem Zauber hier eingesperrt. Ob sie auch in einen Dimensionskäfig gefangen war? Und wenn ja, wer hat sie jetzt befreit? Weißt du, wer du bist? Hä? Klar weiß ich, wer ich bin. Ich bin Shade. Shade also, du gehörst auch zum Auge des Todes? Das Auge des Todes? Das sind doch diese Fanatiker aus Sangurius. Sangurius? Das ist doch das Menschenreich. Ein Mensch soll mich befreit haben. Ja, dem Menschenreich. Dort sind aber Halbblüter nicht gern gesehen. Ein Halbblut. Zu meiner Herrschaft gab es keine Halbblüter. Oh Mann, wer bist du? Seit Ende des Krieges gibt es schon Halbblüter unter den Herrschern von Imperator Cervantes. Krieg? Cervantes? Was ist die 1000 Jahre nur passiert? Ich bin Dämonenkönig Azrak. Wer? Super. Es gab noch nie einen Dämonenkönig unter der Herrschaft von Imperator Cervantes. Cervantes? Besser gesagt Tyrann Cervantes. Seit ihm gibt es nur noch Angst und Schrecken in den Reichen. Aber am meisten leiden die Halbblüter. Entweder werden sie versklavt oder hingerichtet. Ist dem so. Dann wird es Zeit, dass Cervantes den wahren Herrscher gegenübertritt. Ah, du willst dich wirklich mit dem Imperator anlegen, mit deiner Kraft? Meine wahre Kraft wird schon bald wiederhergestellt sein. Du bist interessant. Was dagegen, wenn ich dich begleite? Warum sollte ich dich mitnehmen? Wir haben dasselbe Ziel, die Befreiung der drei Reiche. Somit hätte ich auch endlich wieder eine Heimat. In der Tat. Etwas Unterstützung wäre nicht schlecht. Sehr gut, ich bin übrigens eine Geistermagierin. Eine Geistermagierin, die eine dämonische Präsenz ausstrahlt. Sagte doch, ich bin ein Halbblut. Halbdämon und Halbgeist. Interessant. Halbgeist, das könnte für mich nützlich sein. Auch wenn sie nur Halbgeist ist, besteht die Möglichkeit, dass sie mir mit meiner Kraftentsiegelung helfen kann. Ich will ja jetzt nicht klugscheißern, aber da war ein Rechtschreibfehler. Dann lass uns mal rausfinden, wo wir hier überhaupt sind. Shade tritt der Gruppe bei. So, jetzt gucke ich aber zuerst, was dieses komische Teleport-Ding da oben ist, bevor ich jetzt noch weiter hier rausrenne. Seltsames Portal. Anfassen. Nur für Herausforderer. Okay. Das Herausforderungsportal. Ich verstehe. Verlassenes Ödland. Ein Fass. Ja, ich zerstöre das mal nicht. Gehört mir ja schließlich nicht. Zum Titel, zum Hauptmenü? Nein, will ich nicht. Wie war das denn nochmal?
Ah, so war das, richtig. Mit der Dreiecktaste. Ja, die Steuerung ist ein bisschen anders auf der PS4 wie auf der Switch. Ausrüstung, haben wir denn irgendwas? Nö, wir haben gar nichts. Doch, alte Handschuhe, Kopfalter Dämonenhelm, alte Dämonenrüstung, Beine, alte Dämonenstiefel. Ah, es wird dunkel. Ja, jetzt bin ich schon wieder reingelaufen. Das sollte natürlich nicht passieren. Hier ist ein Weg am Berg. Hat das irgendwas zu sagen? Nö, hat's nicht. Ah, doch, hat doch was zu sagen. Ein Kampf. Erdgeist ist aufgetaucht. Was haben wir denn für Magie? Nur schwarzes Feuer können wir einsetzen. Dann tun wir das doch. Oh, er nimmt 1138 Schaden. Das ist hart. Das ist hart. 140 Schaden, das ist schon echt böse. So, Leute, ich muss mal ganz kurz, ja, nachgucken hier. So, hier speichern wir jetzt erstmal. Ja, ihr seht, ich habe die PlayStation schon eine Weile lang nicht mehr angehabt. Da aktualisiert jetzt natürlich noch einiges. Machen wir mal normale Angriffe, wie die ausgehen. Also Shade ist auf jeden Fall sehr stark, würde ich behaupten. Das war die erste Fledermaus. Dann klicken wir uns einfach auf die zweite durch. Okay, schöne Mama. 32 Mana-Kristalle erhalten. Das ist schon mal ganz gut. Ein bisschen Kohle können wir immer gebrauchen. So, wollen Sie Ihre Erinnerung festhalten? Ja klar, speichern wir. So. Und wieder eine Zufallsbegegnung. Erledigt. Ah, hat neue Stärke entfesselt. Ja, schade, der Levelaufstieg könnte ein bisschen, ich will nicht sagen aggressiver, aber er könnte ein bisschen mehr promoted werden, finde ich. Da könnte man vielleicht noch drüber nachdenken, in späteren Versionen des Spiels ein Common Event einzufügen, das sagt, dass du aufgestiegen bist im Level. Das fände ich jetzt ganz cool. Aber bisher finde ich schon echt gut gemacht, also. Macht einen super Eindruck bisher. Die Story ist interessant. Gefällt mir, muss ich ehrlich sagen. Gefällt mir schon ganz gut. Gut, ich würde jetzt hier vielleicht so ein bisschen die Zufallsbegegnung reduzieren. Das ist ein roter Kristall. Was hat er zu sagen? Ein Geisterstein mit einer feurigen Präsenz. Ein heiliges Relikt aus dem Geisterreich. Hier berühren wir es. Es fehlt uns ein nötiger Katalysator. Also brauchen wir eine Katze. Die Lysator heißt. Nein, ein Kater. Keine Katze. Ja, ihr wisst ja, mein Hund heißt Heizung und mein Kater heißt Lysator. Der Kater Lysator. Und der Hund heißt Heizung, weil ich immer sage, Sitz, Heizung. Überreste eines Begleiters. Und es regnet. Ein Haufen Schutt. Ja, gut. Das habe ich auch selber hier gesehen, dass das ein Haufen Schutt ist. Eisenfelshülse. Ich finde es jetzt schon ganz cool gemacht, das mit diesem Lichtradius, das muss ich auf jeden Fall auch noch rauskriegen. Das hat er mir sogar schon geschrieben. Und, oh, das sind viele.
wie das geht, aber ich habe es mir zwar durchgelesen, aber bis jetzt noch nicht wirklich verstanden, wenn ich ehrlich bin. Nehmen wir wieder Magie. Oh, wir sollten uns nach dem Kampf auf jeden Fall hier verdrücken und heilen. In irgendeiner Form. Weil irgendwie habe ich das Gefühl, der Kampf geht tierisch in die Hose. Ah. Eine Heilfähigkeit, Geistritual. Das ist gut. Ah, das ist schön. Faustziel, schnelle Schläge. Ja, nochmal geht das nicht. Ja, gut gewählt. Monsterfell und zweimal Gegengift. Nein, hier. Der ist immer noch vergiftet. Dann hier wieder raus. Ich denke, wir sollten uns hier verkrümeln. Der Dungeon ist wohl, glaube ich, noch nichts für uns auf dem Level. Ich habe das Gefühl, der ist noch ein bisschen zu heftig. So, die Zeit ein bisschen im Auge behalten. Ja, ich muss gerade Strom sparen und deshalb spiele ich hier nicht auf dem Fernseher, sondern tatsächlich am PC-Monitor, weil der PC muss ja eh laufen, um aufzunehmen. Da kann ich auch direkt über den PC-Monitor spielen. Nur dann habe ich natürlich von meinem Aufnahmeprogramm die Leiste so ein bisschen verblendet. Ja, die ist dann natürlich weg. Die sehe ich nur, wenn ich die Maus bewege. Das heißt, ich muss hier nur wieder mal gucken. Ja, aber was kann ich noch sagen? Auf jeden Fall hier bis jetzt auf jeden Fall schon mal ganz großes Kino. Falls ihr so ein paar... Oh, Level 3, cool. Falls ihr so ein paar Facts zum Spiel haben wollt. Azrak hat wildes Tier in Faustziel gelernt. Shade hat schwarzer Blitz, schwarzes Wasser, schwarzes Eis in Geistermagie gelernt. Oh, das gefällt mir schon ganz gut. Können wir direkt ausprobieren. Falls ihr so ein paar Facts zu dem Spiel haben wollt... Das hier ist auf jeden Fall die größtmögliche Version für PS4. Mehr geht nicht mehr. Ja, also das Spiel ist tatsächlich auf Konsole auf den maximalen Speicherplatz ausgereizt. Ob da natürlich noch durch Optimierungen ein bisschen was drin ist, das kann ich natürlich nicht sagen. Aber so wie es aussieht, wird das hier wohl bis auf Bugfixes auch die letzte Version für Konsole sein. Ich denke mal, es wird noch für PC umgesetzt. Ja, hatte ich auch schon mal drüber gesprochen mit ihm und ja. Ich denke, dass das wirklich passieren wird, allein nur, weil wir auf PC wesentlich mehr Möglichkeiten haben. Ich habe mich da auch für die Not als Synchronsprecher angeboten. Mache ich gerne. Ich sag mal, eine mögliche Aufnahmequalität ist ja jetzt hier nicht so schlecht. Ja, und mich muss man immerhin nicht bezahlen. Nur erwähnen. Das reicht. Nein, ich glaube, das wird mir einfach Spaß machen. Ich weiß nicht, wie das bei euch aussieht. Ich glaube, zum professionellen Synchronsprecher hätte ich nicht das Zeug zu. Ja. Aber Spaß hätte ich an dem Job auf jeden Fall. Oh, Shade ist verwirrt. Wo ich kann Finsternis wirken. Oh, das ist schon böse, Finsternis. Oh. Was war das? 1200 Schaden? Was denn jetzt für eine. Ja, wir nutzen die Rettung, egal was es kostet. Was war das denn jetzt für ein Schlag? Gegenstände haben wir keine verloren. Hinweisfibel. Hier findet man alle nötigen Infos.
Ach ja, klar. Jetzt weiß ich, wie man das Menü am Anfang hinkriegt. Ja, ich weiß es, Leute. Das ist eigentlich total einfach. Aber da muss man auch erstmal drauf kommen, ne? Möb? Was ist Möb? Oder auch mystische Punkte sind eine Art Skillpunkte. Diese schaltet man in gewissen Leveln, Abständen oder durch das Abschließen von diversen Quests frei. Ah, okay. Auf jeden Fall gut gemacht. Lob an der Stelle. Oh, der Wächter sollte nicht vor Level 6 herausgefordert werden. Da müssen wir wohl noch ein bisschen aufsteigen. Händlerzelt. Coole Idee auf jeden Fall. Willkommen, willkommen. Ich habe die besten Waren im ganzen Land. Waren? Ein Händler also? Nicht irgendein Händler. Mein Name ist Preisbert. Der beste Händler der drei Reiche. Preisbert, der ist gut. Der beste Händler? Wohl eher ein Flohmarkt. Ich gebe zu, die Umstände machen es etwas schwierig. Umstände? Ja, ich bin hier gestrandet auf dieser verseuchten Gefängnisinsel. Wir sind also hier auf einer Gefängnisinsel. Da ich Ihnen scheinbar neue Erkenntnisse preisgebe, sollte ich diese in Rechnung stellen. Verstehe, Sie wollen handeln. Sie sind ein scharfsinniger Sträfling. Mit was wollen Sie handeln? Sträfling? Ich bin Dämonenkönig Azrak. Wer? Super. Ich muss mich erst noch dran gewöhnen. Wie dem auch sei, wollen Sie nun handeln? Jo. Ah. Junge, du bist aber jetzt nicht gerade günstig, ne? $350 ist schon einiges. Kann ich dir irgendwas verkloppen? Monsterfell? Bringt mir 50 Mana-Kristalle. Das bringt nichts. Das ist zu wenig. Dann nicht. Beehren Sie mich bald wieder. Man kann von hier das Festland sehen. Schwimmen ist keine Option. Ich finde da nicht zufällig da oben. Nein. Dann müssen wir uns doch mit dem Kerl in der Hütte anlegen oder beschäftigen. Fauststil, schnelle Schläge. Und für die reicht der normale Angriff. Blutfiole gefunden. Alles mit den zerstörten Fässern ist auch keine schlechte Idee. Aber den kann ich... Ah, jetzt, was denn? Du hast wohl eine Abregung nötig. Komm doch. So gefällt mir das. Oh. Okay, keine gute Idee. Wir versuchen es dennoch mal. Das geht jetzt tierisch in die Hose. Sieht zumindest so aus. Boah, gestorben sind wir noch nicht auf den ersten Schlag. Bleiben wir mal dabei. Das war ganz gar nicht so schlecht. Ja, ein bisschen mummende Knochen, ne? Level 4 und 200 Mana-Kristall. Das hat sich doch schon gelohnt. Da fliegt einem glatt der Helm weg. Ich finde dich gut. Mein Name ist übrigens Raven.
gewisse Aggressionsprobleme zu bewältigen. Ich bin nicht aggressiv. Ja, kenne ich, sage ich auch immer. Wie dem auch sei, du hast mich besiegt, also begleite ich dich. Was passiert hier gerade? Genau wie ich sagte. Raven ist der Gruppe beigetreten. Ja. Jetzt habe ich ihn an der Backe. Okay. Naja. Einer geht noch. Nicht genug Pferdestärken. Ein Kobold ist aufgetaucht. Na, das sollte aber schnell erledigt sein mit drei Leuten. Ach, die Spinne habe ich gar nicht gesehen da oben. Upsi. Ah, jetzt, wenn ich dieses Spiel spiele, ne, kriege ich schon wieder richtig Bock, mein eigenes zu machen. Weil Ideen habe ich unheimlich viele. Hunderte, um genauer zu sein. Aber ganz ehrlich, Freunde, eine halbe Stunde ist rum. Wir warten an der Stelle jetzt mal auf die nächste Folge. Ich danke euch, dass ihr dabei gewesen seid. Und ich hoffe, ihr guckt in der nächsten Folge auch wieder rein und schaut, wie es weitergeht mit Dawn of Celestor. Ich bin jedenfalls gespannt. Ich finde das hier echt klasse. Ja? Also, abonniert den Kanal, macht das Glöckchen an, lasst mal einen Daumen hoch da. Würde mich alles wunderbar freuen. Und wenn ihr das Spiel selber spielen wollt, kein Thema. Ladet euch auf PS4 oder PS5 den RPG Maker Player runter. Meldet euch im Maker Forum an und zieht euch Dawn of Celestor. Ja? Nicht nur ich werde mich drüber freuen, aber natürlich freue ich mich auch, wenn ihr in der nächsten Folge wieder reinschaut. Ne? Immer schön dranbleiben. Ich habe noch viel, viel, viel mit euch vor. Bis dann denn. Ciao, ciao.